Facebook und Co. Die waren gestern, zumindest was die Partnersuche angeht. Den Beziehungsstatus kann man angeben und das war's dann auch fast schon. Ein Rohrkrepierer in Sachen Liebe. Das Einzige, was bei Facebook wirklich systematisch gemacht wird, ist halt, dass die Leute ihre Jugendliebe wiederfinden oder irgendwen, mit dem es mal knapp war, der wird dann nochmal irgendwie angegraben. Aber ansonsten ist Facebook und Singles auf der Suche, das ist einfach nichts, was zusammengeht. Heutzutage wird unterwegs geflirtet, mit dem Smartphone und den passenden Apps wie Zoosk, Badoo und Lavoo. Doch findet man damit den Mann fürs Leben? Sie wird es für uns probieren, drei verschiedene Flirt-Apps testen. Maike, 26 Jahre und seit 8 Jahren Single. Also es ist nicht einfach nur abends nicht alleine den Tatort gucken, sondern ich möchte auch jemanden haben, mit dem man langfristig Pläne schmieden kann, mit dem man, dass man einen Gefährten hat. Vielleicht ist dieser Gefährte ja nur wenige Meter von Maike entfernt. Die Handy-App kann einem dank GPS-Ortung verraten, welche Singles sich um einen herum tummeln. Ja, dann geht's los. So, Lavoo. Ich suche nach Männern. Meine Interessen, feste Beziehung, aufregende Dates und wilde Abenteuer. Maike beginnt mit Lavoo. Die App ist kostenlos. Der Clou, das Flirtradar. Wer sitzt noch einsam auf der Couch zu Hause? Was findest du erotisch, um Himmels Willen? Knackpot, trainierter Körper. Humor und Charme, natürlich. Nächster einsamer Single in nur 200 Meter Entfernung. So das Flirtradar. Frage nur, ob der spontan Lust auf einen Kaffee hat. Maike fragt nach. Das vorläufige Testergebnis? Das ist weniger Flirten, sondern mehr, lass es mal gleich richtig rangehen. Also ich habe 2 Nachrichten bekommen, wo unmissverständlich klar gemacht wurde, dass ich jetzt auch gerne vorbeikommen könnte und gerne auch ohne Klamotten. Im Moment von Maikes Tests sind laut Radar rund 20 Männer rund ihre Wohnung bei Lavoo unterwegs. Klingt doch vielversprechend. Also in unseren Tests war es halt immer ein bisschen langweilig, weil natürlich jeden Abend in meinem Umkreis von 1 Kilometer dieselben Leute auftauchen. Und wirklich Bewegung ist im Flirtradar nur am Freitag und Samstagabend, wenn dann alle auf der Party sind. Da wuselt es natürlich auch kräftig auf dem Flirtradar herum. Gut, dann raus aus der Wohnung. Nächster Ort, nächste App. Hin zur Hohenzollernbrücke in Köln. Der richtige Ort für die Liebe. Denn seit 2008 wird hier Liebesschloss neben Liebesschloss gehängt. Maike meldet sich bei Zoosk an. Nur hier ist nach der ersten Nachricht Schluss. Ohne Premium-Mitgliedschaft für mindestens 29 Euro im Monat geht hier gar nichts. Lieblos gemacht, das Prinzip ist das gleiche. Ich habe allerdings kein Umgebungsradar, wo ich sehe, wer gerade in der Nähe hier auf Flirtkurs ist. Und außerdem kann ich nur eine Nachricht verschicken. Also auch wenn mir jemand schreibt und sagt, du bist meine absolute Traumfrau, dann kann ich ihm einmal schreiben und dann nicht mehr. Sonst muss ich mindestens 29 Euro zahlen. Und wenn ich das Ganze länger benutzen will, geht das bis 90 Euro hoch. Die nächste Station, Maikes Stammcafé. Die nächste App, die Web-Offensive aus dem Osten, Badoo. 2006 von einem russischen Unternehmer entwickelt. In Deutschland gibt es, so der Anbieter, angeblich bereits über 2 Millionen Nutzer. Weltweit ebenso angeblich über 150 Millionen. Auch bei Badoo zeigt die GPS-Ortung an, wer gerade in der Nähe ist. Doch statt Traummann findet Maike hier eher einen virtuellen Aufreißschuppen. Es fehlen so ein bisschen die Gimmicks, also dass man genau sieht, wo sich die Leute vielleicht gerade befinden. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass die Anmachen, die einem die Männer so schicken, besonders charmant, clever und einfallsreich sind. Also es ist mehr so ein, hey, na, wie geht's, wie spontan bist du? Ding, ist nicht so mein Fall. Am Ende werfen wir nochmal einen Blick auf Lavoo. Das war die erste App, diesmal im Biergarten. Eine Wiese voller Menschen und erstaunlich vieler Singles, wie das Flirtradar von Lavoo anzeigt. Hier sind ebenso die mit bizarren Namen wie Wilder Sturm auf der Pirsch, aber auch solche wie Simon 31. Und tatsächlich, der Mann will sich hier jetzt gleich mit Maike treffen. Sehr neugierig, angespannt, weil ich kenne seinen richtigen Namen nicht. Ich weiß nicht, wie alt er ist. Alles, was ich weiß, er ist
irgendwo einem Kilometer um mich herum. Drei Mitteilungen später und schon ist er da. Gestatten, Simon. Wir schauen mit der versteckten Kamera zu. Endlich große Liebe statt Bettgeflüster? Es ist nicht mein Traumtyp, aber wir haben uns super nett unterhalten. Er hat noch Bier vom Kiosk mitgebracht und man sah vorher, er hatte sich noch fertig gemacht, zurecht gemacht. Netter Smalltalk und ja, ob es jetzt ein nächstes Date gibt, glaube ich nicht, aber vielleicht mal irgendwo mit Freunden was grillen. Gerne. Ja. Maikes Fazit, ihr Testsieger LaVou. Denn keine Kosten und viele Singles. Außerdem Spaß mit dem Flirtradar, aber aufdringliche Sprüche inklusive bei allen Apps. Single ist Maike aber immer noch.